Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Backen. Mein Name ist Marcel Paar. In diesem Video zeige ich dir, wie ich diese Ananas Royal Torte hergestellt habe. Viel Spaß dabei! Okay, als erstes brauche ich eine Biskuitroulade oder auch Biskuitrolle genannt. Dazu habe ich schon ein eigenes Video produziert mit Rezept und Herstellung, das zeige ich hier nicht mehr, und gebe dann mit so einer Teigkarte Himbeermarmelade drauf. Da habe ich darauf geachtet, das dünn aufzuziehen und eine Marmelade verwendet ohne Kerne. Das Ganze wird dann mit dem Messer halbiert und aufeinander gelegt. Man hört es, ich bin ein bisschen heiser, Entschuldigung dafür. Aber da bin ich sicher nicht der einzige Mann, dem es während der EM so geht. Okay, die habe ich jetzt aufeinander geschichtet. Jetzt halbiere ich das Ganze nochmals und lege es wieder aufeinander. Dann halbiere ich das Ganze nochmals und zum Schluss noch einmal. Jetzt habe ich so einen Block. Den friere ich mir für 2 Stunden im Tiefkühlfach ein. In dieser Zeit bereite ich mir einen Ring vor. Ich arbeite mit diesem Plastikstreifen. Ihr seht dann auch aus welchem Grund. Und nach 2 Stunden kann ich mir das schön schneiden. Ich habe jetzt hier die Höhe des Ringes abgemessen. Und zwar sind das 5 cm. Jetzt lege ich den quer hin und schneide mir die Roulade durch, circa 1 cm breit, und danach kann ich mir diese Streifen schön in den Ring einlegen und somit habe ich eine schöne Randgarnitur und muss die Torte dann zum Schluss nicht mehr einstreichen mit Mandeln oder anderen Streumaterialien, die ich gerne möchte. Das mache ich so lange, bis die Enden zusammenkommen. Dann schneide ich mir nochmal Stücke ab, zu 1 cm Breite circa. Man sieht es, je länger dieser Block draußen bleibt, desto weicher ist er zum Schneiden und ich kann es dann automatisch nicht mehr so exakt machen. Dann lege ich mir 4 Teile aneinander, nehme mir einen Ring, der etwas kleiner ist als der Durchmesser meines Ringes, steche mir den aus und lege den in den Ring hinein. Da hat es noch ein ganz klein wenig Platz rund um den Ring, da wird man dann die Masse sehen. Man sieht eigentlich, diese Torte wird auf dem Kopf in den Ring eingesetzt. Jetzt hier habe ich die bayerische Creme, die ich letzte Woche gezeigt habe als Basisrezept. Da kommen jetzt noch etwas geschnittene Ananas hinein, frische Ananas. Hebe ich jetzt einfach unter die Creme. Das ist eigentlich auch der Zeitpunkt, wo wir letztes Mal aufgehört haben mit der Creme. Und hier ist die Torte vorbereitet. Jetzt kann ich mir nur noch die Masse schön in die Torte gießen. Wichtig ist jetzt, dass ich in die Hohlräume komme. Das mache ich hier jetzt mit dieser Gummilippe, indem ich einfach hin und her bewege, dass die Masse schön in die Hohlräume läuft. Wenn ich das nicht mache, dann sieht das dann unschön aus. Dann habe ich so, ja, hohle Stellen und die kann ich dann nicht mehr kaschieren, weil ja das dann der Deckel ist. Wenn die Masse in die Torte gefüllt ist, klopfe ich noch mit dem Blech ein bisschen auf den Tisch, dass es wirklich schön verläuft. Danach kann ich mir hier nur noch einen Biskuitboden zurechtschneiden und auf die Torte legen. Man sieht, der ist angepasst auf den Durchmesser des Randes. Der darf nicht darüber kommen, sonst sieht man den zum Schluss. Die Torte wird dann wieder eingefroren. Ich friere mir die immer ein, da geht es schneller, für circa 2 Stunden
Und jetzt der Vorteil dieses Plastikringes, man hat es gesehen, ich kann den Ring nur noch schön wegheben, den Streifen entfernen und mir die Torte umdrehen. Und voilà, das ist das Ergebnis. Jetzt gehe ich mit diesem Tortenguss oder kalten Gelee, wie es bei uns heißt, über die Torte drüber. Kann ich mir so direkt anwenden, auf die Torte geben, verteilen, dann glänzt das Ganze schön. Zum Schluss schneide ich mir die Torte noch durch. Dabei schaue ich eigentlich drauf, dass ich dort, wo ich die Roulade zusammengeschoben habe, man sieht es jetzt hier vorne, dass das gleich die Schnittkante ist. Also eigentlich der gerade Spalt, der sich ergeben hat durch das Zusammenschieben, den nutze ich gleich, um dort durchzuschneiden. In 8 Stück, das mache ich so, dass ich mir ein Kreuz mache und dann noch in den Zwischenräumen schneide. Zum Schluss kommen da noch Rahmrosetten obendrauf, geschlagene Sahne mit 10% Zucker, das gibt ihm Stabilität und etwas Süße. Dressiere ich mir hier diese Rosetten obendrauf. Dann noch etwas Dekor dazu und die Torte ist somit fertig. Mir hat es wieder einmal riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Falls ihr Fragen dazu habt, schreibt mir die unten in die Kommentare. Ich freue mich immer sehr, von euch zu hören. Oder besucht mich auf den anderen sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel von Einfach Backen.